Stefan Linde, Sie sind CEO des Swiss Economic Forums, des größten Wirtschaftsanlasses der Schweiz. Angefangen hat Ihre Karriere aber als Lehrling im Autogewerbe, Automechaniker. Wie oft haben Sie diese Geschichte schon erzählen müssen? Ja, das ist immer eine Frage. Woher kommst du? Was hast du für eine Ausbildung? Was hast du gemacht? Und die Leute sind dann erstaunt, dass man eine Wirtschaftsveranstaltung macht, aber eigentlich mit Berufslehre, das Berufsleben eigentlich gestartet ist. Also eigentlich kommt es auf eine gute Idee drauf an und nicht, woher man kommt und wer man ist. Ja, bei mir war es so, dass das Interesse an der Schule eigentlich erst gekommen ist, so im Bereich von 17, 18, 19 Jahren. Und irgendwo hat man dann das Gefühl, jetzt möchte ich mehr lernen, mehr erfahren. Und so habe ich dann die Handelsschule nachgeholt, habe dann das KV gemacht, die externe berufsbegleitende HBV abgeschlossen und wollte dann entsprechend auch an die Universität gehen und studieren. Aber das war zu dieser Zeit, also 1998, war das schwierig in der Schweiz. Man konnte nicht direkt von Fachhochschule auf eine Universität gehen. Und so musste ich den Umweg machen in die USA, bin dann nach Los Angeles gegangen und habe dort entsprechend genügend Punkte geholt an der UCLA in Kalifornien. Und so konnte ich dann mein Studium an der Universität Basel dann schlussendlich auch starten. Viele Leute fragen sich ja, wie ist es möglich, dass man dann zum größten Wirtschaftsanlass der Schweiz wird. Wie kam diese Idee zustande und welche Faktoren vor allem braucht es dazu? Also es hat ganz viele Faktoren. Wir sind damals gestartet mit der Idee, dass es ganz viele Fragen gibt in der Wirtschaft und auch in der Politik, aber zum Teil nicht nachvollziehbare Lösungen oder Antworten. Und die Idee war relativ simpel. Wir haben gesagt, wir haben einige Fragen, wir haben keine Erklärung dafür. Lass uns ein paar Leute einladen in die Schweiz, wo uns das erklären, wo uns ein bisschen aufzeigen, wohin entwickelt sich dieses Thema, was sind wichtige Herausforderungen für die Zukunft, was muss der Unternehmer rechtzeitig auch wissen. Also oftmals hat man ja eine gute Idee, aber oftmals scheitert man auch. Weshalb glauben Sie, scheitern eben viele Leute? Was machen Sie falsch? Ich glaube, Sie machen nicht sehr viel falsch, Sie geben zu früh auf. Ich glaube, wenn man eine Idee hat und startet, ist ganz entscheidend, dass man sich bewusst sein muss, es gibt Rückschläge, es gibt Niederlagen. Wichtig ist, dass man aufsteht, neues Ziel setzt und entsprechend weitergeht. Und wir hatten auch viele Rückschläge bei der Planung vom Swiss Economic Forum. Referenten, wo wir nicht gewinnen konnten, Referenten, wo uns abgesagt haben, ein Sponsor, wo vielleicht mal sagt, dieses Jahr haben wir kein Budget, wir müssen schauen, wie wir das machen können. Es gibt 100 Faktoren, aber entscheidend schlussendlich ist es, dass man ein Team hat, wo all diese Hindernisse und diese Steine, wo auf dem Weg entsprechend auch angetroffen werden, dass man die überwinden kann. Und viele Startups, die geben einfach viel zu früh auf. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem in der Schweiz. Die Alternative, dass man sofort einen Job hat in der Schweiz, wenn es nicht funktioniert, die ist sehr, sehr groß. Wenn Sie schauen in Brasilien, in Russland, in China, diese Leute haben fast nur die Möglichkeit, zum Erfolg zu kommen. Wenn sie sich selbstständig machen, eine gute Idee haben, sei es in der Wirtschaft oder sei es im Sport, sei es Fußball, insbesondere in Südamerika. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.